Spiel Nummer 4 in der Halbfinalserie der Eishockey International League. Die Lorenzlift VU Feldkirch bekam es in der Vorarlberghalle mit Jesenice zu tun und die Partie vor rund 2600 Fans entwickelte sich zu einem echten Krimi. Die Hausherren in den roten Trikots begannen stark. Schnell riss die VU das Ruder an sich und erspielte sich Chancen. Stanley hatte hier aber zunächst einfach Pech. Wenig später setzte sich der Legionär erneut durch, scheiterte aber am Gästekeeper. Feldkirch blieb aber am Drücker und kam zu weiteren Möglichkeiten. Meier hier mit der guten Chance, aber auch sein Schuss am Tor vorbei. In der 14. Spielminute war es dann aber soweit. Novak schnappte sich die Scheibe, zog in Richtung Tor und versenkte das Hartgummiteil erfolgreich. Feldkirch führte gegen Jesenice 1:0 und war somit voll auf Finalkurs. Nach dem ersten Seitenwechsel kamen die Gäste zwar etwas besser ins Spiel, die erste dicke Möglichkeit hatte aber die VWU. Hampel hatte das 2:0 auf der Schaufel, scheiterte aber an Jesenice-Keeper Pavlic. Auf der anderen Seite konnte sich wenig später auch Feldkirch Schlussmann Bock auszeichnen, Pem mit dem Abschluss, Bock hielt die Scheibe aber sicher. Die Partie auch in weiterer Folge eine offene Angelegenheit, es ging hin und her und plötzlich die Hausherren wieder mit dem schnellen Break. Stanley mit dem Assist auf Nedorost, sein Zuspiel aber zu ungenau und so blieb es beim 1:0. Die VU blieb aber am Drücker und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Nedorost scheiterte hier aber erneut an Pavlic. Rein also ins letzte Drittel und da machten die Gäste aus Slowenien von Beginn an Druck. VU-Keeper Bock stand immer mehr im Mittelpunkt. Zunächst ließ sich der Schlussmann der Gastgeber aber nicht bezwingen. Dann aber die 56. Spielminute. Jesenice setzte sich im Angriffsdrittel fest. Grahut plötzlich mit viel Platz und mit dem Hammer von der blauen Linie. Bock ohne Chance und es stand 1:1. Alles also wieder offen und da sich auch in der restlichen Spielzeit nichts mehr tat, ging es in die Overtime. Und da dauerte es geschlagene 11 Minuten und 7 Sekunden bis zum entscheidenden Treffer. Preuß schnappte sich hier die Scheibe und erzielte das 2:1. Die VU somit im Finale. Dort wartet nun im Ländle-Duell der EHC Lustenau. Ja, ich denke, heute, wir haben sehr, sehr gut gestartet, haben leider unsere Chancen nicht genutzt. Darum sind wir am Schluss noch in Bedrängnis gekommen. Und Jesenice ist ein gutes Team, die spielen bis zum Schluss. Und hat man gesehen, wie gefährlich es ist. In der Verlängerung haben sie, glaube ich, einen Latterschuss gehabt. Hätte genauso können für sie fallen. Aber so ist es in der Playoff, es geht schnell hin und her. Es waren zwei gute Teams und ich glaube, dass wir aber trotzdem nicht unverdient weitergekommen sind. Ja, ich muss sagen, ich bin ziemlich müde. Aber das ist jetzt egal, es ist ein geiles Gefühl, endlich wieder mal Finale und gegen die Luschenau, wie ich gehört habe, stimmt das? Ja. Und das wird richtig eine geile Serie, glaube ich, eine volle Halle und ja. Es war spannend, es war ein schnelles Spiel und zum Glück haben sie gewonnen. Toll, gratuliere.